Heute in der Folge bauen wir mal wieder was von einer Serie. Und zwar Pinky Malinky. Da bauen wir heute das Häuschen von JJ. Das Ganze wurde vorgeschlagen von diesen netten Kollegen hier. Er möchte gerne davon eine Welt bauen und von daher helfen wir ihm dabei. Das Häuschen ist natürlich wie immer nur rein Deko, also innen drin das Einrichten, das übernehme ich heute nicht, weil das einfach von der Serie nicht wirklich vorgegeben ist. Trotz alledem, für unsere Cartoon-Welt wollen wir das natürlich dazu bauen, von daher schnapp dir gleich mal deine Blöcke und dann geht's los mit dem Bau von JJs Haus. Ganz entspannt wollen wir jetzt das Häuschen bauen von JJ. So, ich habe natürlich wieder ein paar Blöcke dabei. Ich würde sagen, wir fangen heute mal ganz entspannt einfach mal an. Für das Grundfundament von unserem Häuschen nehme ich türkisen Zement. Ich fange hier gleich mal erstmal so an, dass wir uns hier erstmal eine Ecke bauen. Von 1, 2, 3, 4 Blöcke erstmal. Und dann gehe ich auch nochmal 1, 2, 3, 4 zur Seite weg. Habe hier natürlich dann 5 Blöcke. So. Wir werden heute das mal ein bisschen anders machen. Und zwar setze ich mir das Ganze jetzt hoch auf insgesamt 7 Blöcke. Wir können nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt einmal nach vorne gehen. Und zwar noch 1, 2, 3, 4. So, das Ganze machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Wir können nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen natürlich vorne unser Garagentor machen, das heißt, ich ziehe mir das jetzt gleich einmal zur Seite weg. Und zwar setze ich da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke einmal ran. Dann verbinden wir das einmal mit dem Boden und gehen nochmal 4 Blöcke nach hinten weg. Also genau auf die gleiche Ebene, wie wir es da haben. So, jetzt machen wir auch hier wieder erstmal auf 5 Blöcke hoch. Und danach den letzten, den können wir nochmal um 2 weiter erweitern. So. Dann haben wir schon mal so ein bisschen die Form von der Garage. Jetzt geht's weiter. So, ich mache jetzt hier gleich eine Ebene wieder. Einmal auf 7 Blöcke daneben. Dann lasse ich 4 Blöcke frei für die Haustür. Setze 3 Blöcke hin. Und die können wir auch wieder auf 7 Blöcke hochziehen. Danach geht's einmal nach hinten weg. Da setzen wir auch nochmal 3 Blöcke ran. Und die ziehen wir natürlich genauso wieder nach oben. Wenn wir das geschafft haben, wechseln wir einmal kurz den Block zu Würbretter und gehen zur Seite weg 4 Stück. So, 4 Blöcke raus und nach hinten zählen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. So, und hier gehen wir auch nochmal 3 Blöcke zur Seite und setzen einmal unseren Zementhebel dahin. Den können wir auch gleich wieder auf 7 Blöcke hochziehen. Unsere Holzblöcke wollen wir auch gleich nach oben ziehen. Wir machen erstmal 5 Blöcke rauf, also 1, 2, 3, 4, 5. So, dann nochmal hier einmal zur Seite weg, sodass wir vorne einen freilassen und nochmal hier hinten einen ran. Entschuldigung, ich habe mich gerade verzählt. Wir müssen das Ganze um eine Reihe erhöhen. Und zwar müssen wir unten 6 Blöcke haben. Muss ich nochmal gucken, 6 Stück, genau. Dann machen wir hier das einmal diese kleine Ebene hier. So. Dann lassen wir das erstmal und gehen wieder mit unserem Zement ein bisschen weiter. Nach hinten gehen wir nochmal 3 weitere Blöcke und wir ziehen die natürlich auch wieder einmal nach oben weg. So, ich möchte jetzt natürlich die Rückseite nicht komplett einmal lang zählen. Das brauchen wir auch gar nicht, denn ihr setzt einmal hinten eine gerade Reihe lang und hört da auf, wo wir uns hier vorne treffen, auf dieser Ebene. So, ich gehe dann auch nochmal hier 3 Blöcke so nach vorne weg. Ihr könnt gerne noch einmal überprüfen, ob ihr auch wirklich hier aufeinander trefft. Jawohl, tun wir. Dann können wir die Rückseite komplett auf 7 Blöcke hochziehen. Wenn wir das soweit haben, bleibt eine Seite jetzt erstmal noch offen. Die wollen wir wieder mit unserem Zement einmal ziehen. Und zwar gehen wir gleich hier vorne an den Seiten einmal weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Auf der anderen Seite zieht ihr das genauso hinterher und könnt das dann hier vorne miteinander verbinden. So, das Ganze wollen wir jetzt auf 8 Blöcke hochziehen. Das heißt, hier müssen wir nicht großartig zählen. Zieht es einfach einen Block höher, als wir hier diese Wand schon haben, weil die sind ja 7 Blöcke hoch. Und dann ziehen wir den Rest hier hinterher. Wenn du das nach oben gezogen hast, können wir das hier auch einfach so einmal verbinden. Wunderbar. Jetzt kommen wir so langsam dazu, würde man sagen, Vorder- und Rückseite vom Haupthaus, also hier die Mitte, einmal das so vorzuziehen für unser Dach. Wir fangen dafür einfach auf der linken Seite an. Wir lassen hier einen Block frei, dann ziehen wir einfach hier mal so eine Strebe einfach mal rüber. So, komplett bis zur anderen Seite. Und zwar machen wir jetzt hier so ein bisschen das so einmal nach oben. Das heißt, wir lassen den ersten einer.
Dann lass dir zwei ja immer zu. Ich kann hier gleich auch zur anderen Seite wieder rüberziehen, dann geht die Wand vielleicht schneller. Und wir lassen jetzt immer so zwei Blöcke immer Platz. So, und dann zieht sie jetzt so lange, bis wir oben sind. Ich stoppe jetzt hier einmal kurz und zwar fliege ich jetzt nochmal zur rechten Seite und zähle nochmal einmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha. So. Wir müssen jetzt hier einfach darauf achten, dass wir 13 Blöcke auf der Seite haben. Und dann machen wir jetzt hier einfach genau das andere. Ja, eigentlich genau das gleiche, wie wir das schon auf der anderen Seite haben, dass wir dann hier mal mit zweier Schichten so nach oben gehen. Weil dann kommen wir, wenn wir das so schön fleißig gemacht haben, perfekt auf oben in der Mitte. Also nochmal gesagt. Ab hier haben wir ja 7 Blöcke hoch, ein freilassen, zweier Ebene machen, ne? Und auf der anderen Seite hier einfach bis zum 13. Block, dann lassen wir hier einfach den Einer und dann ab hier immer die Zweier. Und dann trefft ihr euch perfekt oben in der Mitte. So, das machen wir auf der anderen Seite einfach mal hinterher. Okay, beide Seiten haben wir schon. Jetzt gehen wir nochmal zur rechten Seite und wir können auch hier die Wand einmal jetzt zuziehen, dass hier kein Luftloch ist. Danach gehen wir einmal auf die Vorderseite. Hier müssen wir noch was an unser Haus einmal ranbauen. Und zwar könnt ihr jetzt hier einfach mal zwei Blöcke noch so nach vorne gehen. Die setzen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir zur Seite weg. Da lasst ihr jetzt, würde ich mal sagen, einfach machen wir mal 6 Blöcke hin. Also 6 Blöcke ran. Und gehen ab dem 6. einfach auch wieder hier 5 einmal tiefer. Sodass wir hier in der Mitte 5 haben. So, das machen wir nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und den 6. Block, den ziehen wir hier wieder einmal runter. Und den könnt ihr dann auch wieder einmal zur Wand hier einmal so ransetzen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Luft. Das machen wir hier zu und haben dann hier insgesamt 4 Blöcke. Okay, um da jetzt ein bisschen Farbe reinzukriegen, weil jetzt mit diesen ganzen Blöcken verschwimmt das ja alles so ineinander, nehmen wir jetzt unsere Quarzblöcke. Wir fangen vorne an. Wir machen erstmal die Vorderseite einmal komplett. Und zwar beim Garagentor setze ich mir erstmal zwei Quarzblöcke hin. Oben davon dann einfach mal die Stufen. Ja, alles schön hier oben dann. So, dann haben wir hier schon mal was reingebracht. Auch hier oben bei den Fenstern an den Seiten erstmal die Blöcke einmal platzieren. Und oben dann einmal die Stufen ran. Das macht ihr aber hier auch nochmal einmal unten. Sehr schön. So, jetzt geht es einmal auf die Vorderseite hier bei der Haustür. Die Tür machen wir mal auf eine Höhe von, machen wir mal, genau, 4 Blöcke. Oben dann einfach mal die Stufen hin. Unten, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne glatte Steinstufen euch mal setzen. Und die Tür können wir so erstmal provisorisch reinziehen. Da machen wir später noch so, also die werden wir noch ein bisschen dekorieren, die Tür. Aber erstmal so machen wir die zu mit Holz. So, darüber, was da frei ist, da könnt ihr dann einfach gerne eure Blöcke hinsetzen. Aber auch nicht komplett. Denn ich sag mal, zwei Blöcke darüber machen wir. Und dann gehen wir hier jeweils bei der Tür nochmal zwei Blöcke hier so einmal drüber. Wir machen das Fenster mal auf eine Dreierhöhe einfach. So, Quarzblöcke an die Seiten. Und die Stufen wieder unten und oben hin. Und dann haben wir dieses Fenster auch soweit fertig. Hier neben befindet sich noch so ein kleines Fenster auf eine Dreierhöhe, Stufen hin. Und auch hier ist das fertig. So, ganz oben befindet sich auch nochmal ein Fenster. Da machen wir einfach mal ja, so ein kleines Dachfenster hier rein. So, oben Stufen hin, hier an den Seiten Treppen hin und unten machen wir auch nochmal die Stufen hin. Sehr schön. So, jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Hier wollen wir natürlich auch nochmal ein Fenster machen. Ich lasse jetzt hier unten mal zwei Blöcke Platz und schlage mir hier mal so auch so ein Dreierfenster rein. So, sehr schön. Wer will, kann auch gerne hier nochmal an der Seite sich ein Fenster platzieren. Hier lasse ich jetzt einfach mal drei Blöcke an den Seiten Platz. So, aber auch hier wollen wir uns so ein schönes Dreierfenster reinmachen. Auf der Rückseite genau das gleiche Fenster, wie wir das auf der Vorderseite haben. So, jetzt fliegen wir einmal auf die linke Seite. Hier möchte ich, ich sag mal, hier unten lassen wir auch zwei Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir hier wieder so ein Dreierfenster rein. Hier mache ich mal so eine kleine Strebe noch dazwischen. Und dann geht es hier wieder weiter. Ich mache jetzt hier einfach mal ein 3x6 Fenster rein. So, dass ich ja auf der Außenseite zwei Blöcke habe, auf der Innenseite nur einen Block. So, die haben natürlich auch hier wieder so ein bisschen das gleiche Format. Wir werden diese Fenster aber jetzt mal noch so machen, dass wir hier noch eine Zwischenstrebe uns ziehen.
So, auf der Außenseite hier komplett, da mache ich mir etwas größeres Fenster rein, aber die Proportionen von der Größe bleiben, sag ich mal gleich, dass wir das in der Dreier Höhe machen. So, die Stufen setzen wir wieder hin, auch in der Mitte. Und die Rückseite bitte nicht vergessen. Okay, so. Jetzt bleibt natürlich die Rückseite offen. Kann man sie immer sehr frei dekorieren, wie man will. Ich würde jetzt einfach mal hier machen. Muss ich selber nochmal gucken, wie es beim Original so ein bisschen hier gemacht hat bei mir. Ich habe mich hier einfach ein bisschen ausgetobt. Hier so mit ein paar kleinen Fenstern und der Tür. Ja, ich glaube, das werde ich auch so beibehalten. Aber hier, wie gesagt, kann man sich einfach austoben. So, ich mache jetzt hier einfach mal auf eine Breite von 4, Höhe 3, darüber 2 Blöcke freilassen. Auch hier nochmal sowas rein. So, oben mein kleines Dachfenster mache ich hier auch nochmal rein. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo da etwa die Höhe war. Hier etwa. Genau. So eine Tür will ich mir auch noch machen. Dann haben wir auf die gleiche Höhe, wie wir, sage ich mal, die Fenster haben. Ich mache die jetzt einfach mal auf 5 Blöcke hoch, weil ich da, sage ich mal, unten noch ein paar Stufen hin mache. So, da sind mal 3 Blöcke Platz. Dann machen wir hier mal so ein etwas größeres Fenster rein. Das können wir ruhig machen. Meine Fenster auf der Rückseite sind soweit. Ihr könnt die natürlich vergrößern, verkleinern, wie ihr wollt auf der Rückseite. Das ist völlig egal. So, weiter geht's jetzt, dass wir anfangen, das Dach und alles so ein bisschen zu machen. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an. Und zwar haben wir, ich nehme jetzt hier ein paar Stufen. Und zwar mache ich die Stufen auf die Höhe hier von dem Block und darüber nochmal eine Stufenreihe. Und das lasse ich jetzt einmal hier so überstehen bei der Garage. Denn hier ist so ein kleines extra Dach, was wir hier haben. So, den Rand lassen wir hier schön so offen. Und den Rest ziehe ich hier einfach mal hinterher. Ich habe mir jetzt noch mal kurz abgezogen Schwarzeichenholz hier mal geholt. Und zwar möchte ich mir hier gerne noch so ein Geländer einfach mal reinbasteln. Einfach mit einem Abstand von einem Block. So, ziehen wir uns das hier einmal so lang. Hier darf es ruhig an der Seite auch dran stehen. Dann könnt ihr darauf einfach noch eine weitere Stufenreihe. Ich mache natürlich hier unten die Löcher, die müsst ihr natürlich mitfüllen. Und wenn ihr das soweit habt, geht es weiter mit, würde ich mal sagen, auf der linken Seite. Genau. Hier machen wir jetzt einfach mal Holzblöcke. Eine Blockreihe über unseren Mauerwerk. So, die zieht ihr hier einmal lang. Wunderbar. Dann geht es jetzt einmal auf die rechte Seite. Ups, einmal rechte Seite, hier bei unserem Anbau. Hier machen wir das folgendermaßen. Ganz oben machen wir wieder so einen Block mit Stufen da. Danach könnt ihr hier einen Block nehmen. Dann macht ihr hier wieder so einen Block mit Stufen. Einfacher Block. Und wieder das gleiche Prinzip hier mit den Stufen, so einen Block darstellen. Super. Wenn ihr dieses Fenster fertig habt, geht es jetzt noch an das Hauptdach. Obwohl, halt, wir haben hier auch noch was. Ah, ja, ja, überall sind hier diese Dächer. So, bei diesem machen wir auch das gleiche hier Prinzip hier wieder mit den Stufen, die wir zum Blockeimer hier uns formen. So, da können wir das hier vorne auch gleich einmal ausfüllen. So, und jetzt kommen wir zum Hauptdach. Wir machen das jetzt mal nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite, weil Rückseite sieht ein bisschen einfacher aus, weil ihr nehmt das ja dann einfach zur Vorderseite, weil ich da ja schon diesen ganzen Anbau habe. So, es geht immer so los, dass ihr bei jedem Übergang euch erstmal eine Treppe hinsetzt. Na, das macht ihr jetzt erstmal hier, zack, 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 zack. Ganz oben setzt ihr einfach Stufen hin und runter geht es dann auch wieder bei jedem Übergang mit einer Treppe. So, vor jeder Treppe könnt ihr dann hier einfach eine Stufe setzen. Gar nicht so schwer, kriegen wir alle hin. Jetzt wollen wir das natürlich noch einmal überstehen lassen.
Ich war natürlich jetzt wieder so fleißig und habe das Ganze auf beiden Seiten mir natürlich schon so einmal rübergezogen. Wir können mal gucken, wie es auf der Vorderseite aussieht. Ja, sieht noch sehr zerbrechlich aus, das Dach. Das wollen wir natürlich jetzt mal ändern. So, und zwar wir fangen auf der Rückseite an. Ich glaube, hier machen wir es erstmal. Dann kommen wir hier nicht so durcheinander. So, ganz an der Seite machen wir so, dass wir jetzt hier wieder die Stufen zu einem Block formen. Unter der Treppe macht ihr einfach auch eine Stufe hin. Aber jeweils bei so einem Übergang von Treppe zu Stufe macht ihr einfach eine umgedrehte Treppe dahin, um das Ganze dicker zu machen. So, das machen wir bis ganz nach oben, weil oben in der Mitte machen wir das so, dass hier zwei Treppen sind. Ne? Wir haben ja hier zwei Stufen, so, und zwei Treppen hier, so zack, zack, dann einfach zwei Treppen. So. Ne, sieht schon interessant aus. Wir wollen das Dach aber jetzt wieder ein bisschen dicker machen. Das heißt, unter jeder Treppe macht ihr nochmal eine Stufe hin. So, zack, zack, zack. Und dann seht ihr schon so ein bisschen den Vergleich, wie dick auf einmal das Dach ist und stabil ist. Als wenn wir jetzt hier auch nur höchstens mit Treppen arbeiten würden. Ne? Da seht ihr, es ist richtig schön massiv und geht so schräg nach oben. So, dann auf der anderen Seite machen wir das auch. Das heißt hier, zack, nicht nur unter den Stufen, sondern auch, habe ich das jetzt gemacht? Ja, ne? Unter den Treppen auch immer eine Stufe, genau. So, Seite machen wir hier von Stufen zum Block. Und das Spiel machen wir natürlich jetzt hier nochmal auf der Vorderseite. So, super, sehr schön. Jetzt ist dir bestimmt aufgefallen, dass wir jetzt hier bei diesem Dach, müssen wir das ja noch mal einmal verbinden jetzt hier zum Hauptdach. Wir haben das ja mit Blöcken umgebaut. Das heißt, die Blöcke ziehst du einfach so weit, bis wir hier dran sind. So, mal die andere Seite auch. Einfach, bis wir hier einmal anstoßen. Und dann kannst du dir aussuchen, entweder lässt du die Treppen jetzt so, wie sie sind, oder machst daraus einfach Blöcke. Ist vollkommen egal, tob dich da aus, wie du willst. Jetzt kommen wir so langsam, dass wir auch mal die Fenster uns jetzt machen. Zuerst aber kommt das Garagentor. Dafür nehme ich einfach Dschungelholz. So, ich finde die Farbe passt am besten zum Original. Das ziehe ich mir einfach hier einmal komplett rein. Und dann kannst du selber bestimmen, ob du beim Garagentor, wenn du jetzt, sag ich mal, hier die Mitte dir noch suchst und noch so einen Griff darstellen willst, dann nimm da einfach ein paar Treppen für. Ansonsten haben wir beim Dach noch eine Sache offen, und zwar dieses hier. Ich würde jetzt nicht unbedingt die gleiche Farbe nehmen vom Dach, um das hier zuzumachen. Wir haben hier Blöcke genommen an der Seite. Das heißt, wir können hier einfach mit Stufen und so eine schöne Decke hier einmal reinzimmern. Und ich nehme dafür einfach hier diese Anisit-Stufen. Ich finde vom Farbmuster her zu diesem Türkis und zu dem Holz passt das ganz gut. Als nächstes würde ich sagen, geht es einmal noch mal kurz an die Türen ran. Ihr könnt bei den Türen einfach noch so ein paar Treppen hinsetzen und vielleicht noch so einen Stolperhaken, Knöpfe oder Schalter als Türgriff. Ne, sieht doch ganz interessant aus, die Tür. So, auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. So, einfach hier Treppen hinsetzen. Und dann fliegen wir mal zur Außenseite, so, und setzen hier noch so einen Knauf an. Sehr schön. Nun ist natürlich die nächste Arbeit dran, und zwar das Glas reinsetzen. Welche Farbe ihr auch immer nimmt, ist ganz euch überlassen. Und das Schöne hier, ihr könnt die einfach einmal dahinter so einfach ansetzen. So, das macht man natürlich hier überall einmal. Ich überspringe jetzt aber mal so ein bisschen den Teil mit diesem Glas reinsetzen, weil wie gesagt, das müsst ihr jetzt einmal hier drin machen. Wenn man das dann soweit fertig hat, geht es noch so ein bisschen an so ein paar kleine Feinarbeiten ran. Zum Beispiel könnt ihr oben auf dem Dach, wenn man möchte, noch einen Schornstein setzen. Hierfür nehme ich mir ganz einfach die Schlammziegel oder die Schlammblöcke, ja. Die finde ich ganz passend. Zimmern wir uns hier einfach so ein bisschen rauf, ganz oben. Die Spitze vom Schornstein machen wir uns dann hier einfach mal mit Treppen. So, die machen wir so ein bisschen rund. Jawohl. Ich weiß nicht genau, was hier vorne auf dem Dach ist. Hier mache ich jetzt einfach mal, ja, was ist das hier, polierter Basit und so eine schiefer Stufe hin. Dann fertig ist auch das hier. Und dann gibt es noch eine Sache, und zwar eine Satellitenschüssel. Die befindet sich hier. Setzen wir die mal hier hin. Da macht ihr einfach mit einer Mauer hier was ins Dach rein. Darunter könnt ihr ruhig das einmal zumachen mit der Dachfarbe. So. Da machen wir jetzt hier zwei Mauern hin. Dann einfach mal Treppen hier an den Seiten, die dann hier nochmal hier so aufeinander setzt. Dahinter macht ihr einfach einen Block ran. Eisenfalltür, Gitter hin und fertig ist die Satellitenschüssel. Also schneller und einfacher kann man sich einfach keine bauen. Aber ich will dir noch eins mitgeben für die Fenster, und zwar bei einigen Fenstern. Ah, jetzt hätte ich, na gut, ich nehme mir mal diese Hilfslinien, die mache ich mal weg hier. Und zwar bei einigen Fenstern
Ich mache jetzt hier erstmal das Glas einmal rein, wie ich euch das einfach mal zeigen. Befinden sich noch ein paar Vorhänge. Das heißt, ihr könnt hinter euren Glasblöcken einfach ein bisschen Wolle hinmachen. Und den Rest kann man entweder verkleiden mit Schwarz, aber ich würde das immer sagen, das sieht immer ein bisschen schöner aus, wenn ihr an den Seiten von den Fenstern einfach die gleiche Farbe nimmt, was ihr auch draußen seht. Und unten, na gut, würde ich auch nochmal hier die Wolle mir einmal hinsetzen. Und den Rest, den mache ich einfach mal zu mit einfach schwarzem Beton. Ja, und dann gucken wir uns das einmal von draußen an, wie das Ergebnis aussieht. Ja, schick. Ne, wie gesagt, unten habe ich das auch hingemacht, das wird ganz gut. Und an den Seiten halt das mit dem gleichen Block, wie wir es draußen haben. Jetzt ist hier ist natürlich das Quarz. Sieht einfach schicker aus, wenn man so auch seitlich vom Haus lang geht, dann sieht man das. Wäre ein bisschen komisch, wenn das hier dann schwarz wäre. Ihr könnt natürlich auch hier die Wolle hinmachen, aber ich finde das mit Weiß ganz gut. So, und jetzt fliegen wir einmal ein bisschen weiter und gucken uns mal das an, wenn das dann natürlich am Ende fertig ist. Ihr könnt es euch natürlich dann noch zu eurer Straße verbinden. Das heißt, ihr macht euch eine Auffahrt hin, einen Weg hier zum Häuschen hin, setzt natürlich noch ein bisschen Gras, ein paar Büsche an den Seiten hin und dann ist das Häuschen auch fertig. Ne, ich habe natürlich, jetzt seht ihr das Fenster hier innen drin auch verkleidet mit schwarzen Blöcken. Und auf der Rückseite, wie gesagt, habe ich hier die Fenster auch nochmal mit Vorhängen mir verkleidet und auch hier wieder darauf geachtet, dass die Blöcke, die draußen zu sehen sind, auch hier innen drin zu sehen sind. Weil das sieht ganz, ja, das sieht ganz gut aus, wenn man so von der Seite fliegt. Wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt. Das Häuschen von JJ steht natürlich. Du musst natürlich noch ein bisschen den Garten bauen, den Vorgarten, wenn du willst. Aber ansonsten hast du hier ein schickes Häuschen. Was wir wieder als nächstes bauen, lass dich überraschen. Ansonsten findest du oben in der Ecke noch ein paar weitere Videos. Abonnier noch gerne den Kanal und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann haut's rein und ciao.